Hallo Beatrice. Captain, wir beginnen gleich mit dem Einchecken. Ja, ich weiß, ich muss Ihnen vorher noch was zeigen. Das hat uns eben die Reederei rübergefaxt. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Was soll ich denn jetzt machen? Gar nichts. Na, Sie sind gut. Die teilen uns hier mit, dass Sie einen Tipp bekommen haben, dass jemand vom Reisejournal die Kreuzfahrt testen will. Und da soll ich so tun, als wenn überhaupt nichts wäre. Warum denn nicht? Der Service an Bord ist doch sowieso First Class. Behauptet wenigstens unsere Chefstewardess. Captain, dass Sie nie etwas ernst nehmen können. Helfen Sie mir lieber, diesen Typ ausfindig zu machen unter den Passagieren. Wie denn? Durch ein heiteres Beruf verraten, oder wie? Das hätte ich mir nie träumen lassen. Mit so einem Schiff nach Mauritius zu reisen. Und dann auch noch dafür bezahlt werden. Wir werden nicht fürs Reisen bezahlt, sondern fürs Tingeln. Als ob ich das nötig hätte. Ach, jetzt fang doch nicht wieder damit an, Johannes. Gestern noch den Hamlet in unserem Stadttheater gespielt, morgen habe ich den dummen August auf diesem amüsiert am Papa. Also erstens ist dein Hamlet ein paar Jährchen her und zweitens... Zweitens muss ausgerechnet du mir das sagen, wo du gerade mal den zweiten Totengräber gegeben hast. Ja, den ersten, bitteschön. Nicht bei der Premiere. Moment, das ist doch sicher nur für Passagiere. Vielleicht sollte man lieber mal irgendwo fragen. Ein Johannes Lippelt geht nicht durch den Lieferanteneingang. Du bist mir vielleicht ein schöner Psychologe. Was hat denn Dicksein damit zu tun, dass jemand ein Tester ist? Ja, denk da bloß mal an die ganzen Speisekarten, die so einer immer rauf und runter probieren muss. Da müssen aber verdammt viele Tester an Bord gehen. Nun guck dir bloß mal an, was der da unten treibt. Er scheint doch kein so schlechter Psychologe zu sein. Auf jeden Fall werde ich Beatrice mal einen Tipp geben. Aber bring es ihr schonend bei. Warum? Weil sie gesagt hat, wenn wir rauskriegen, wer es ist, will sie ihn auf Händen tragen. Das macht doch der Steward, du komm. Das macht nicht der Steward, das mache ich. You can go, I'm ready. Halt, Moment, du. So, hier sind unsere Tickets und unsere Pässe. Familie Röderer. Herzlich willkommen an Bord, einen Augenblick bitte. Vielleicht kann unser Bordfotograf inzwischen ein Begrüßungsfoto von Ihnen machen. Ja, aber das machen wir vorne am Schiff. So, sag mal, muss denn das sein? Ja, es muss sein. Komm. Beatrice! Ja? Oh. Ich glaube, wir sind dem Tester auf der Spur. Wie sieht er denn aus? Wir vermuten, es ist so ein Dicker, der sich immer Notizen macht. Hat einen ziemlich runden Kopf und so ein bisschen gruscheliges Haar. Das ist gut, danke, Doktor. Wisst ihr eigentlich, wann wir zum letzten Mal ein gemeinsames Urlaubsfoto gemacht haben? Der stolze Vater mit seinen Söhnen? Da wart ihr noch kleine Jungs, damals auf der Reise in den Schwarzwald. Augenblick, gerade habe ich das Ticket noch in der Hand gehabt. Ich könnte schwören, dass ich es in der Nebentasche habe. Nehmen wir mit der Ruhe, Frau Winkelmann. Eben sind ja noch 14 Tage, die wir hier Zeit haben, nicht wahr? Wenn Sie vorwollen. Falls Ihnen das nichts ausmacht. Schäffler, B-Deck 446. Willkommen an Bord, Herr Schäffler. Sie haben recht, Kabine 456. Und das ist direkt neben dem Lift, stimmt's? Ja, Sie sind ja bestens informiert. Ja. Immer nach Lageplan buchen, dann weiß man, was auf einem zukommt. Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Unsere Lifts sind extrem geräuscharm und Sie werden in Ihrer Kabine bestimmt nichts hören. Das will ich doch wohl hoffen. Ich fresse einen Besen, wenn der das nicht ist. Da ist es ja. Tut mir leid, falls sich die Abfertigung aufgehalten hat. Aber keine Ursache, Frau Winkelmann. Aber es werden ja nicht alle Passagiere so ungeduldig sein wie dieser Herr da. Das wollen wir doch hoffen. Dankeschön. Na? Ja, was ist denn? Drücken Sie ab. Die Familie ist komplett. Alle Besucher werden freundlich. Ich freue mich. MS Berlin ist klar zum Auslaufen. Wir danken für Ihren Besuch und sagen auf Wiedersehen. Hier, Chef. 101 auf dem Promenadendeck. Danke. 105 und danke. 110. Danke. Na, und Sie? Ich habe Ihnen hier meine Kabinennummer aufgeschrieben. Wenn Sie was brauchen, brauchen Sie nur anzurufen. Ich kümmere mich jetzt erstmal ums Gepäck. Sie haben Urlaub, Frau Helmbrecht. Sie müssen hier nicht pausenlos ackern.
Dafür habe ich Sie nicht mitgenommen. Also gut, dann gehe ich erstmal auf meine Kabine. Warum hast du sie überhaupt eingeladen? Sie ist die Seele vom Geschäft. Aber dein Geburtstag ist kein Geschäftsanlass. Na, vielleicht doch. 65 ist ein besonderes Alter, mein Lieber. Wartet mal ab, was ich mit euch noch alles zu besprechen habe. Apropos Totengräber. Den erst hast du später gespielt bei der Wiederaufnahme. Ach, das meine ich doch gar nicht. Aber eben, als ich dann nochmal zum Quai runtergeguckt habe, da ist einer mit einer Taxe vorgefahren. Du! Der sah gespuckt so aus wie unser Totengräber. Welcher Totengräber? Na, der von unserem Theater. Was denn? Hans-Hubert Grob, unser Bürgermeister? Genau. Was meinst du denn nicht im Ernst? Warum denn nicht? Könnte doch sein, dass der hier eine Luxuskabine gebucht hat. Weißt du, was ich mit dem machen würde, wenn er mir hier begegnen würde? Hochkantig über Bord würde ich den Kerl schmeißen. Oder doch sonst immer gegen Umweltverschmutzung bist. Oder noch besser, ich finde ihn einfach. Ja, das ist ja gut, richtig ab. Sollte ja nur ein Witz sein. Aber irgendwie ähnlich hat er ihn schon gesehen. Warum habe ich mich bloß mit einem Komiker zusammengetan? Hans-Hubert Grob. Es wäre Kabine 102, Herr Oberbürgermeister. Bürgermeister, um genau zu sein. Die Kabine 102 ist ganz vorne auf dem Promenadendeck, Herr Bürgermeister. Aber den Titel schenken wir uns aber, ja? Dann wünsche ich einen erholsamen Urlaub, Herr Grob. Von wegen Urlaub. Arbeit. Nichts als Arbeit. Wartet mal ab, was ich alles mit euch zu besprechen habe. Was sollte denn das vorhin heißen? Unser Herr Vater beliebte mal wieder in Rätseln zu sprechen. Es klang so, als wenn er sich zur Ruhe setzen will. Der doch nicht. Der gibt noch mit 100 nicht die Zügel aus der Hand. Vielleicht hat er uns auf diese Reise eingeladen, um uns mitzuteilen, dass er aufhört. Entschuldigung, der hat uns nicht eingeladen. Der hat uns herbestellt. Wie man das so macht mit Angestellten. Und sein Fräulein Helmbrecht hat wahrscheinlich schon für uns unser persönliches Tagesprogramm getippt. 15 Uhr einfinden im Hafen, 16 Uhr Familienglück, 17 Uhr allgemeine Rührung. Also was unser Vater auch tut, du hast immer was zu meckern. Tut mir leid, das ist bei mir ein Geburtsfehler. Ich bin nämlich mit dem Rückgrat zur Welt gekommen. Sag mal, möchtest du damit sagen, dass ich keins habe? Natürlich nicht. Du bist der Mustersohn. Das warst du schon immer. Deshalb bist du auch der ideale Nachfolger für ihn. Da kann er sich zur Ruhe setzen und trotzdem der Chef bleiben. Ich habe mit ihm nie über dieses Thema gesprochen. Natürlich nicht. Vater bespricht ja auch nicht, Vater handelt. Und wir haben nach seiner Pfeife zu tanzen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er dich zu seinem Nachfolger bestimmt. Und er bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats. Nee, danke. Ich setze mich doch nicht auf den Chefsessel als Marionette und er zieht weiter die Fäden. Wirklich nicht. Natürlich wäre ich Ihnen für ein paar Ratschläge sehr dankbar. Wissen Sie, gerade Kreuzfahrtneulinge wie Sie legt man gerne aufs Kreuz. Also immer schön die Augen aufhalten. Aber bis jetzt war noch nichts zu beanstanden, oder? Leider. Kann ich irgendwas für Sie tun? Nein, durchaus nicht. Frau Helmbrecht, ich brauche Sie. Ja klar, soll ich mitschreiben? Aber lassen Sie doch jetzt endlich mal das Büro Büro sein und reden mit mir wie ein Mensch. Ich habe ein Problem. Darf ich mal? Wissen Sie eigentlich, warum ich Sie mitgenommen habe? Ja, um Ihren Geburtstag zu feiern. Das hätte ich auch im Büro haben können, nicht? Ich bin jetzt 65 Jahre. Erst Ende nächster Woche. Seien Sie doch nicht so pingelig. Ich bin 65 und will noch was vom Leben haben.
Ja, heißt das, dass Sie sich zur Ruhe setzen wollen? Jawohl. Darf ich mich hierher setzen? Oh ja, Moment. Aber, danke schön. Aber das wird mir nicht leicht gemacht. Solange meine Nachfolge nicht geregelt ist. Ja, Ihre beiden Söhne. Das ist es ja gerade. Das ist es ja, nicht? Markus traut sich den Job nicht zu. Obwohl er es könnte. Das ist natürlich auch meine Schuld, nicht? Ich habe ihn zu lange an der kurzen Leine gehalten. Und Felix will ganz aus der Firma aussteigen. Was? Ja. Er verhandelt mit Kaltenborn und Co. Der Vertrag ist unterschriftsreif. Der glaubt natürlich, ich weiß von nichts. Das können Sie doch nicht zulassen. Ich habe auch nicht die Absicht. Sagen Sie, Gerda, wie lange sind Sie jetzt bei mir? 30 Jahre. 30 Jahre. Wissen Sie noch, damals, als meine Frau starb, da haben Sie sogar Schularbeit mit den Jungs gemacht. Was meinen Sie, Sie kennen doch die beiden Jungs jetzt. Wie wird Felix reagieren, wenn ich ihm verbieten würde, zu Kaltenborn und Co. zu gehen? Er tut's erst recht. Sehen Sie, genau das ist es. Aber ich habe da einen Plan. Ich habe mir was ausgedacht. Was Felix vielleicht dazu bringen wird, in der Firma zu bleiben und Markus dazu, sich ein bisschen mehr auf die Hinterbeine zu stellen. Aber dazu brauche ich Ihre Hilfe. Gern. Was soll ich tun? Wollen Sie meine Frau werden? Eine richtig schöne Kapitänsmütze. Das ist das Einzige, was unserem Vater noch fehlt. Genau so macht es in der Firma. Er gibt die Kommandos und alle anderen wuseln um ihn rum. Einer muss das Sagen haben. Anders lässt sich so ein Riesenpott gar nicht steuern. Schön hast du das gesagt. Es ist aber nicht jeder dazu geboren, sein Leben lang Leichtmatrose zu sein. Weißt du, ich habe mir gesagt, lieber ein kleinerer Dampfer. Aber dafür Kapitän. Das glauben die doch nie. Sie können doch Ihren Söhnen nicht erzählen, dass Sie mich heiraten wollen, nur damit... Nee, das geht nicht. Aber das ist doch nur für ein paar Tage. Und dann sagen wir den Jungs, dass alles nur Theater war und lachen uns gemeinsam scheckig. Sie können mich jetzt nicht im Stich lassen, Gerda. Ich habe Sie noch nie im Stich gelassen. Aber die Idee... Die ist mir einfach eine Nummer zu verrückt. Na ja... Wo es mit Vernunft nicht weitergeht, da kommt man eben auf verrückte Ideen, ne? Ich soll so tun, als ob wir beide... Ja, ich weiß. Ich weiß, ich verlange eine Menge von Ihnen. Das kann ich nicht. Eine gute Sekretärin kann alles. Es tut mir leid, Chef, aber... Wollen Sie das wirklich durchziehen? Mit Ihrer Hilfe, ja. Sie sind verrückt. Ja. Aber das habe ich eigentlich schon immer an Ihnen gemacht. Du mit deinem Namensschilder-Tick. Fehlt nur noch, dass du deine Unterhosen signierst. Habe ich schon. Müssen wir denn wirklich bei dieser Willkommensshow für die Passagiere mitmachen? Unsere Nummer ist erst viel später dran. Du wirst ja schon keinen Zacken aus der Krone bringen. Ich finde es jedenfalls eine Zumutung, zusammen mit diesen Unterhaltungsfuzzis auftreten zu müssen. Eines Tages wirst du mir noch mal dankbar dafür sein, dass ich uns das Engagement hier besorgt habe. Wenn nämlich unser Theater wirklich geschlossen wird... Wenn. Erstmal muss der Kropf für seine Schnapsidee eine Mehrheit im Stadtrat kriegen. Solange die Opposition uns die Stange hält... Ach Mensch! Die Politiker sind der eine wie der andere. Wenn es ans Sparen geht, was fällt Ihnen da wohl als erstes ein? Ne? Jedenfalls nicht Ihre Diäten. Immerhin sind nicht alle solche Kulturbanausen wie dieser Bürgermeister. Das ist wirklich meiner. Denk an Müllerberg, wie der für das Theater kämpft. Ich mein ja bloß, wenn die unser Theater platt machen, dann können wir uns wenigstens mit dem Programm, was wir hier ausprobieren, eine Zeit lang... über Wasser halten. Sketche. Schlager von Allodunnemeiser, der ganze Tralala. Heinrich. Ja?
Mir graust vor dir. Hannes. Oh. Ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Aber das Schiff geht unter. Ach, Quatsch. Achtung, Achtung. Alle Passagiere werden zur Seenotrettungsübung gebeten. Seenot, was? Ein Probealarm. Rettungsübung. Was soll das sein? Die Generalprobe für den Untergang. Wir müssen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einmal die Rettungswesten erklären. An jeder Rettungsweste befindet sich ein Lämpchen, damit sie bei Nacht gesehen werden können. Ebenso befindet sich an der Weste eine Signalpfeife. Bitte probieren Sie alle einmal diese Signalpfeife. Ebenso haben Sie reflektierende Leuchtreifen. Der. Mit sowas von langer Leitung. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Rettungsweste einen festen Halt hat. Vater. Falls Sie jetzt nur mal einmal ins Wasser springen müssen. Wahnsinnig. Dann bitte derart, dass Sie die Arme über die Brustteile verschränken und dann bitte fußwärts. Vera Borkowitz. Jetzt wink ihr mal. Vera? Das darf doch nicht wahr sein. Lange her, was? Ja, sehr lange. Unser Charming-Prinz. Was denn, das weißt du noch? Du, Moment. Du, dein Spitzname fällt mir auch gleich wieder ein. Das war doch... Ich kann dir eine Eselsbrücke bauen, wenn du mit deinem Latein am Ende bist. Latein? Natürlich. Nulli mit Tange. Unser Plätzchen rührt mich nicht. Lang, lang ist her. Ja, sag mal, kennst du den näher? Ja, warum? Weißt du, wer das ist? Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass man auch Kreuzfahrten testet. Na und ob? Tust du mir einen Gefallen, bist besonders lieb zu dir? Das bin ich doch immer. Sehen wir uns nach dem Dinner? Ich freue mich schon. Ich wollte Sie nicht stören, gnädige Frau. Ist was passiert? Eigentlich nur eine Lappalie, aber ich zeige es Ihnen geschwind. Wissen Sie, was das Wichtigste ist, wenn man eine Schlapperei entdeckt? Regel Nummer 1. Man muss einen Zeugen haben. Regel Nummer 2 ist folgende. Die da lautet, ich glaube, Kabine 446, Oskar Schäffler, der bekommt eine Extrawurst. Da bin ich ja gerade noch mal rechtzeitig gekommen. Und wenn der jetzt nicht mindestens 4 Sterne gibt, dann soll er mich kennenlernen. Ob Sie es glauben oder nicht, wie oft ist mir schon vorgekommen, dass die vom Personal sowas nachher glatt leugnen. Ich verstehe Sie nicht, Herr Schäffler. Sie brauchen doch bloß einen Steward holen und ihm zeigen, was mit Ihrer Türe ist. Eben nicht, meine Liebe. Der tut dann zwar scheißfreundlich und repariert es womöglich noch auf der Stelle. Aber wenn man die Herrschaften von der Reederei regresspflichtig machen will, dann hat plötzlich keiner mehr eine Ahnung. Wieso denn regresspflichtig, das verstehe ich nicht. Jetzt passen Sie mal auf, was die unter Komfort verstehen. Aufschließen lässt sich die Tür zwar, aber wenn man rein will, dann muss man sich mit voller Wucht gegen die Tür... Um Gottes Willen, Herr Schäffler!
Aber gegen die Versorgung im Hospital kann man wirklich nichts sagen, oder? Abwarten, was da noch nachkommt. Ich habe mir mal an Bord einen Zahn behandeln lassen und konnte 3 Tage nichts Festes kauen. Sie sind aber auch ein Pechvogel. Na, im Gegenteil. 3 Tage entgangener Urlaubsspaß, da kommt ein ganz hübsches Sümmchen zusammen. Außerdem wollte ich sowieso abschmecken. Ganz schön raffiniert. Ich könnte Ihnen da Dinge erzählen, liebe Frau. Mach mich richtig neugierig. Aber nur unter einer Bedingung, dass das strikt unter uns bleibt, ja? Selbstverständlich. Also, nehmen wir zum Beispiel mal unseren Landausflug auf Mauritius. Der muss extra bezahlt werden. Aber bevor die Sache losgeht, könnte, sagen wir... Ja? Sagen wir mal, Ihre Brille wäre plötzlich verschwunden, ja? Was machen Sie denn da? Die schlagen erstmal gewaltig Krach. Und dann sagen Sie, ja, der Dieb an Bord, Skandal, Unverschämtheit, bla bla bla. Aber Sie lassen sich dann breitschlagen, trotzdem diesen Landausflug zu machen, um nachher dann, na was, Regressansprüche wegen der Kosten des Ausflugs geltend machen zu können. Ach, Sie meinen, wenn ja, genau, weil Sie ja praktisch gar keine Sehenswürdigkeiten sehen konnten. Sagen Sie, warum verraten Sie mir das? Statt deshalb, entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Gehen Sie nur schon voraus, ich muss dem Bordarzt noch schnell etwas fragen. Warum? Oh, Entschuldigung. Warum ich Ihnen das mit der Brille sage und warum ich es nicht selber mache? Weil man so etwas nur einmal durchziehen darf, ja? Aber... Ich habe übrigens eine Neuigkeit für dich, Vater. Doch nicht jetzt. Wieso nicht? Wir wollen auch nicht über Geschäfte sprechen, ne? Vater, ich finde... Jetzt nicht. Können Sie mir vielleicht sagen... Ach, ruhig. Frau Winkelmann, das ist nett, dass Sie zu mir kommen. Ich wollte Sie schon fragen, ob Sie es als Zumutung empfinden würden, wenn ich Sie an einen Tisch setze. Aber doch nicht mit diesem Herrn da. So. 34, das ist dieser Tisch, Herr Bürgermeister. Ah, vielen Dank. Sie kennen den Herrn Krupp? Nur vom Sehen und aus der Zeitung, aber das reicht mir schon. Was der bei uns im Rathaus immer vom Stapel lässt, das gibt's doch nicht. 34, das ist dieser Tisch. Danke. Noch jemand, den Sie kennen? Sieht fast so aus, als würde unser halber Stadtrat einen Betriebsausflug machen. Ist der Herr auch Politiker? Der Müller-Berg ist der Einzige von der Opposition, der diesem Grob wirklich Kontra geben kann. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie die beiden sich im Stadtrat immer zanken. Du lieber Gott, entschuldigen Sie, ich wollte die an einen Tisch setzen. Entschuldigen Sie bitte, das ist ein Irrtum, da Sie eben dort passen. Meine Lieben, ich möchte mich zur Ruhe setzen. Ja. Und was wird dann aus der Firma? Ach, die Firma ist doch in guten Händen. Ja, in den besten. Wisst ihr, Jungs, ich habe es nicht für richtig gefunden, den einen von euch gegen den anderen auszuspielen. Und deshalb habe ich nach einer dritten Möglichkeit gesucht. Ach, du holst dir einen Chef von außen? Nein. Die Firma bleibt in der Familie. Ja, und was soll das heißen? Wer soll denn das sein? Kinder, nicht hetzen. Nicht hetzen. Ich will es doch genießen, wenn ich heute zum letzten Mal als euer Chef zu euch spreche. Also wie gesagt, diese Schiffsreise ist symbolisch für die Veränderung in meinem Leben. Nicht nur, dass ich das Steuer des Betriebes in jüngere Hände übergeben will, nein, weil ich beschlossen habe, selbst
in den Hafen einzulaufen. Was? Ja. In den Hafen der Ehe. Was? Ja. Es gibt einen Menschen, der mich kennt, der mich versteht und der zu mir passt. Und dieser Mensch ist seit vielen Jahrzehnten die Frau an meiner Seite und jetzt soll sie es auch im Privatleben sein. Also Jungs, dies hier ist eure neue Mutter. Sie, Frau Helmbrecht. Naja, also ich würde schon finden, dass ihr einen anderen Namen für meine Frau finden solltet, nicht? Findet ihr nicht? Ich meine, jetzt, wo wir doch alle verwandt sind, nicht? Das kommt schon etwas überraschend. Ja, also, mir fehlen die Worte. Ja? Naja, sag doch nur herzlichen Glückwunsch. Ja, natürlich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Natürlich. Na, das klingt aber nicht sehr begeistert. Die beiden sind überrascht. Ja? Das ist doch nur natürlich. Aber ich bin sicher, dass wir uns gut verstehen werden. Ja, das möchte ich Ihnen auch raten. Immerhin bist du ja Ihre neue Chefin. Was? Wieso Chefin? Ja, natürlich. Als meine Frau. Ich meine, die Seele vom Geschäft war sie ja schon immer, nicht? Langsam, langsam. So einfach geht das ja nun auch wieder nicht, ne? Ach du, ich bin überzeugt, Frau Helmbrecht, entschuldige. Gerda wird das hervorragend machen. Vater, du bist... Was denn? Verrückt. Na, du? Was sagst du denn zu meiner Entscheidung? Ich fürchte, dass du einen Fehler machst. Und zwar einen schweren Fehler. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ich sag dir, der Mann ist senil. Wenn Vater sich wieder verheiraten will, geht uns das eigentlich nichts an. Natürlich nicht. Und wenn er beschließt, seine Aktienmehrheit zu Konfetti zu verarbeiten, dann geht uns das auch nichts an, oder? Natürlich ist Frau Helmbrecht nicht die beste Firmenchefin. Der Klöckner von Notre Dame ist auch nicht Mr. Universum. Soll ich dir was sagen? Die hat's auf sein Geld abgesehen und sonst gar nichts. Vielleicht lieben sie sich ja wirklich. Die kleinen Kinder bringt der Klapperstorch. Aber bitte, bitte, wenn du in Zukunft für jede Mark, die du für deine Entwicklungsabteilung brauchst, bei Fräulein Helmbrecht anklopfen und Männchen machen willst, bitte. Tja, was sollen wir denn machen? Wir? Was ich mache, das weiß ich. Kaltenborn und Co., ich komme. Meinst du, ich sollte mich vielleicht auch anderweitig... Wenn du wissen willst, was du sollen darfst, dann fragst du am besten Vater. Der weiß nämlich nicht nur alles, der weiß auch alles besser. Mhm. Du anscheinend auch. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig? Ja. Mit rechts, ne? Ja. Und 1, 2, 3, 4. Und rum. Mit links. Mit links. Komm, das haben wir jetzt wirklich lange genug geübt. Man glaubt es nicht. Was ist, so wenig Zuschauer? Der Saal ist rappeldicke voll. Lass mich mal. Hab ich's nicht gesagt, dass die Kreuzfahrer einen guten Geschmack. Was ist denn? Schluss aus. Ich trete heute Abend nicht auf. Und warum? Erster Tisch Mitte, darum. Oh Gott. Auch das noch. Doch nicht bloß, weil dein Gesicht dem Zuschauerraum nicht passt. Ich kann. Ja, wie stellst du dir das vor? Soll man die ganzen Leute nach Hause schicken? Weit schwimmen müssen sie ja nicht. Im Theater achtest du ja auch nicht darauf,
ob der Müller-Meyer oder Schulz ist. Es geht nicht um Müller-Meyer-Schulz, es geht um Hans-Hubert Kropp. Das gibt eine Katastrophe. Das gibt eine Katastrophe. Ich glaube, ich spinne. Da muss irgendwo ein Nest sein. Was für ein Nest? Da. Guck du mal. Der Müllerberg. Aha. Was sagst du jetzt? Auftritt. Aus dem Rahmen. Deklamierst du ein paar Zeilen aus Othello, lässt die Gnädje sich streicheln wie ein Cello. Selbst die kälteste Frau von Chicago kriegst du rum, bist du zynisch wie Iago. Schlag nach bei Shakespeare, weil ihm steht was drin. Kommst du mit Shakespeare, sind die Weiber gleich ganz hin. Ist dein Mädel noch spröde, dann Bulja, mit dem Süßholz von Romeo für Julia. Wir sehen, dass ich hierauf klein beigeben und dir nachts die Balkonbrüstung freigeben. Auch auf Hamlets Tour kann sie erpicht sein und du wirst bei ihr sein oder nicht sein. Schlag nach bei Shakespeare und die Frauen sind hin. Jawohl, sie sind alle hin. Jawohl, sie sind platt, 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 Wollen Sie nicht Hans-Georg zu mir, sage ich mal, jetzt, wo wir verlobt sind? Na, so verlobt sind wir ja nun auch wieder nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Vater? Ja? Ich habe dir was zu sagen. Jetzt? Ja, jetzt. Bitte. Ich werde die Firma verlassen und zu Kaltenborn und Co. gehen. Ach, tatsächlich? Das ist alles, was dir dazu einfällt. Ich würde sagen, geschäftliche Dinge solltest du in Zukunft mit Frau Helmbrecht besprechen. Die gibt dir sicher einen Termin. Gute Nacht, mein Junge. Schlaf gut. Geschlafen? Ach. Ich habe die halbe Nacht kein Auge zugetan. Das war vielleicht doch kein so guter Einfall. Das war ein blendender Einfall. Felix hat mir heute Nacht noch ganz dramatisch erklärt, dass er die Firma verlässt. Das sagen Sie so strahlend? Natürlich, natürlich. Eine große Szene macht man einem doch nur, wenn man vom Gegenteil überzeugt werden will. Ja, das haben Sie getan. Nee. Ich habe ihm gesagt, er soll sich an seine neue Chefin wenden, an meine Frau, meine zukünftige. Jetzt kommen die Dinge endlich in Bewegung. Nichts bringt einen Menschen so in Rage wie ein zukünftiger Feind. Ja, dass ausgerechnet ich das sein muss, dieser Feind. Das macht keinen allzu großen Spaß, wie die mich angesehen haben. Genießen Sie es doch. Seien Sie mal so richtig ekelhaft. Das war ein Abend gestern. Einfach nicht zu glauben. Das kannst du aber laut sagen. Dass man die Leute so von den Stühlen reißen kann. Weißt du, was ich nicht glauben kann? Dass das bloß ein Zufall sein soll. Bürgermeister Kropp und Oppositionsführer Müller-Berg
auf einem Schiff? Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumt. Großartig, meine Herren, fabelhaft. Darf ich Sie vielleicht auf ein Gläschen einladen? War ein toller Abend gestern Abend. Ja, das ist wirklich sehr nett von Ihnen, aber außerhalb der Vorstellung möchten wir eigentlich mehr. Aber Heinrich, du kannst eine solche Einladung nicht ausschlagen. Das ist ein Wort. War wirklich ein höchst amüsanter Abend. So was hätte ich nie und nimmer an Bord erwartet. Ich auch nicht. Dass der Herr Bürgermeister etwas von Kunst versteht, hättest du das gedacht? Mein Gott, warum soll er denn nicht? Sagen Sie mal, kennen wir uns? Wir kennen Sie, aber Sie uns nicht. Noch nicht. Also, wenn Sie Lust haben, dann zeige ich Ihnen jetzt die Brücke. Nein, ich finde es hier ganz interessant. Danke. Das nur, weil ich hatte dem Kapitän schon... Ja, der läuft uns nicht weg, hier nicht. Wenn wir schon über ein so heikles Thema sprechen müssen, meine Herren, dann sollten Sie aber auch wissen, dass das Theater, welches momentan bei uns im Haushaltsausschuss zur Diskussion steht... Zur Disposition, Herr Grob, nicht zur Diskussion. Dass gerade dieses Theater, mit Verlaub, in letzter Zeit nicht unbedingt zur kulturellen Spitze zählt. Ach, das ist ja interessant. Du, ich glaube, wir müssen... Da geht der Herr Bürgermeister also regelmäßig hin und bildet sich sein eigenes Urteil, ja? Also, Sie sind gut. Bei den vielen Terminen, die ich von morgens bis abends habe, sowas müssten Sie doch eigentlich am besten verstehen. Wie meinen Sie das? Wo Sie doch um die halbe Welt tingeln, werden Sie ja wohl auch kaum, wenn Sie mal zu Hause sind, ausgerechnet ins Theater gehen, oder? Och, das würde ich nicht so sagen. Hin und wieder, da gehen wir schon mal hin. Was heißt hier hin und wieder? Bei mir waren es in der letzten Saison genau 164 Vorstellungen. Ja, wir sind nämlich genau in dem Theater engagiert, werter Herr, was nicht unbedingt zur kulturellen Spitze zählt. Das seit 10 Jahren. 10 Jahre in einem Theater, das Sie im Handumdrehen platt machen wollen. Also ich glaube wirklich nicht, dass das hier die beste Gelegenheit ist. Oh, die allerbeste sogar. Herr Müllerberg, würden Sie vielleicht mal. Johannes Lippelt, mein Name. Wir kennen uns von der Ensembleversammlung. Vögelein. In dem Sie dem Theater seitens der Opposition versichert haben. Aber du kannst doch hier nicht... Darf ich die Herren miteinander bekannt machen? Das dürfte sich wohl erübrigen. Es hätte ja sein können, dass Ihnen entfallen ist, wen Sie vor sich haben. Das also ist der Wadenbeißer, wie Sie Ihren Kollegen von der Opposition in der letzten Sitzung tituliert haben. Woraufhin Sie sich, verständlicherweise übrigens, mit dem Wort Dreckschleuder revanchiert haben. Sie erinnern sich? Das ist schon die Taktlosigkeit besitzen, dieses Wort nochmal in den Mund zu nehmen. Möchte ich wenigstens darauf hinweisen, dass jener Herr da für seine Beleidigungen von unserem Stadtältesten nicht nur gerügt, sondern auch von der Sitzung ausgeschlossen. Aber doch nur, weil dieser Tattergras auf dem Ticket Ihrer Partei fährt. Wie kann man einen verdienten Kollegen, der schon seit Jahren... Verdient, das ist ein gutes Stichwort. Was ist denn mit dem Aufsichtsratsposten? Olle Kamellen. Nichts als olle Kamellen. Wissen Sie, was Sie mich können? Ja, Sie mich auch. Aber kreuzweis! Die Komödie geht weiter. Die sehen aus, als ob sie uns fressen wollten. Ist doch prima. Läuft alles nach Plan. Ich gehe jetzt lieber. Sie bleiben. Sie sind die Chefin, nicht? Wir würden gerne was mit dir besprechen. Aber gerne, wir haben doch immer Zeit für euch. Nein, mit dir allein. Nein, aber das könnt ihr von einem Jungverlobten nicht verlangen. Zwischen uns gibt es doch keine Geheimnisse, oder? Natürlich nicht. Na schön. Also, wir sind beide mit einer Entscheidung nicht einverstanden. Was denn? Ha, wollt ihr mir das Heiraten verbieten? Das geht uns nichts an. Aber die Firma? Die Firma ist bei Frau Helmbrecht in besten Händen. Schließlich ist sie seit 30 Jahren in der Firma. Entschuldigung, aber das kann sie doch gar nicht. Sie ist eine Sekretärin. Sie ist meine Frau. Bald. Frau Helmbrecht, Sie müssen doch selber einsehen. Ich habe Urlaub und ich möchte jetzt nicht über geschäftliche Dinge reden. Ach, Sie wollen nicht mit uns reden? Grundsätzlich schon, aber nicht jetzt. Ich habe für den Kurs der Firma eine ganz bestimmte Vorstellung. Und auch über die Anforderungen der leitenden Angestellten, in Absprache mit Ihrem Vater natürlich. Ich werde Ihnen und den anderen Mitarbeitern diese Vorstellungen erläutern und Sie können sich dann überlegen, welche Konsequenzen Sie daraus ziehen. Also das ist doch... Ist was? Nichts. Mit ein bisschen Disziplin werden wir uns sicher gut verstehen. Also das halte ich nicht aus. Ha, 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 ha.
Hervorragend. Sie haben richtig Talent zum Theaterspielen. War's schlimm? Nee, überhaupt nicht. Es hat sogar richtig Spaß gemacht. Ja, Sie sollten sich aber auch beeilen. Keine Sorge, die werden schon auf mich warten. Ich muss nur noch schnell was erledigen. Wir sehen uns dann später. Ausflug. Was nützt mir ein Ausflug, wenn meine Kamera plötzlich verschwunden ist? Das kann doch gar nicht sein. Ja, habe ich mir auch gedacht, dass auf so einem Luxusschiff so etwas nicht passieren kann. Aber denkst du, ich habe sie nur für einen ganz kleinen Moment auf meinem Liegestuhl abgelegt und schon ist sie weg. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendetwas... Das ist eine Unverschämtheit. Ich werde mich jetzt bei Ihrem Kapitän beschweren. Aber... Die Kamera hier muss irgendjemand vergessen haben. Sie sind ein Engel, Frau Winkelmann. Aber sagen Sie bitte nicht, dass ich Sie gefunden habe. In Ordnung. Was heißt bei der Versicherung anmelden? Jetzt brauche ich den Apparat. Was meinen Sie denn, warum ich diese Reise überhaupt gebucht habe? Ich mache Lichtbildvorträge, Herr Kapitän. Mit Großbilddias auf Breitwand. Entschuldigen Sie, Herr Schäffler, das konnte ich natürlich nicht wissen. Und meinen Abend über Mauritius habe ich der Volkshochschule schon fest zugesagt. Herr Schäffler? Ja? Das ist doch bestimmt Ihr Apparat. Ja, tatsächlich, aber woher haben Sie denn... Ein Passagier hat ihn an Deck gefunden. Na, sowas. Jedenfalls dürfte jetzt Ihrem Großbild-Dia-Vortrag nichts mehr im Wege stehen, ne? Allerdings. Vielen Dank. Na, sowas. Was hast denn du vor? Und du? Guten Morgen. Lass dich nur nicht abhalten. Wovon? Deinen Grob in den Arsch zu kriechen. Tag, Herr Müller-Berg. Das fand ich toll, wie Sie dem Grob Kontra gegeben haben. Ja, ja, man tut, was man kann, nicht? Sehen Sie, genau darüber wollte ich aber mich noch... Aber doch nicht jetzt, bitte, mein Lieber, ja? Doch was faul im Staat Dänemark.
nicht jedes Wort von meinem Kollegen auf die Goldwaage legen, Herr Bürgermeister. Er hängt nun mal mit Leib und Seele am Theater. Ich kann mir die Subvention doch auch nicht aus den Rippen anhalten, oder? Angesichts der Sparzwänge in den öffentlichen Haushalten. Aber was, lassen wir dieses unerquickliche Thema und machen uns lieber ein paar schöne Stunden. Ja. Stimmt's? Ach, könnten Sie mich gleich ein Stück mit in die Stadt nehmen? Man sieht sich, mein Bester. Da stinkt doch was. Hat dein Politiker dich abgehängt? Und deiner? Naja, du hast ja recht. Die sind es beide nicht wert, dass wir uns deren wegen streiten. Also, vertragen wir uns wieder. Vielleicht sollten wir doch noch mal mit ihm reden. Mit ihm? Ich kann dir sagen, was dann kommt. Geschäftliche Probleme solltet ihr in Zukunft mit Frau Helmbrecht besprechen. Na gut, dann eben mit ihr. Bitte, wenn du willst. Ich lasse mich jedenfalls nicht noch mal wie ein Azubi behandeln. Na, wie wär's mit einem neuen Kleid? Ist das nicht ein bisschen bunt für mich? Was denn, für eine junge Braut? Wie lange wollen wir denn das Theater eigentlich noch weiterspielen? Stillhalten, die gucken. Theater. Der Rest ist Schweigen. Zahlen. Toll erledigt. Bedeutet schließlich, dass man Kompromisse machen muss. Ja, aber wir können doch nicht den gesamten Kulturetat gegen Null fahren. Jetzt geben Sie sich doch endlich einen Ruck, sonst kommen wir nie zu Wort. Also gut, auch wenn es mir schwerfällt, einverstanden. Schließen wir das Theater. Aber nur mit einem ordentlichen Sozialplan, ja, das klar ist. Nichts dagegen, solange wir die zusätzlichen Kosten aufteilen. Ja. Sind wir über den Grundzug ein ganzes Stück weit gekommen, ne? Will ich auch, Herr Kollege. Auf das wir die Details auch noch zufriedenstellend klären werden. Prost. Worauf Sie sich verlassen können. Prost. Schönes Hotel, das wir vor. Aber übrigens, wenn ich Ihnen einen Tipp in Sachen Reisekosten geben dürfte. Naja, ich bin ja nicht ganz naiv. Ich weiß schon, wie man das von der Steuer absetzen kann. Warum denn umständlich, wenn es auch einfach geht? Und so haben wir wohl in unserem Etat den Posten Dienstreisen. Und unter welcher Flagge sollen wir da segeln? Du hörst zum Beispiel mit interfraktioneller Studienreise zur Untersuchung des Problems. Ja? Was könnte man da am besten nehmen? Die Einwirkungen des Klimas auf die Kommunalpolitik. Hahaha.
Ach du liebe Scheiße. Mein Kassettenrekorder ist geklaut. Was? Für Blödsinn. Den haben wir bestimmt in diesem Letusrock-Hotel liegen lassen. Aber bis dahin wieder zurück und dann zum Schiff, das schaffe ich doch gar nicht. Lass fahren dahin. Na gut, schreiben wir das Ding eben ab. Aber deshalb lassen wir uns doch die Laune nicht verderben, was? Das mit der Schiffsreise war doch eine gute Idee. Sonst hätten wir doch sowas Schönes nie zu sehen bekommen. Das war wirklich ein schöner Tag. Ich darf gar nicht daran denken, dass uns diese zwei Typen an Bord nachher wieder über den Weg laufen. Oh, ich glaube, wir müssen uns sputen. Sie glauben doch nicht, dass die ohne uns abfahren. Übrigens, ich bin der Uli. Ach, sowas. Ja, was ist das? Ja, Moment mal, Sie haben doch nicht etwa unsere Besprechung mitgeschnitten. Was, ich? Ja, mir gehört das Gerät jedenfalls nicht. Ja, mir auch nicht. Ich bin entsetzt, dass Sie mir sowas unterstellen, Herr Kollege. Moment mal. Danke. Da ist ein Schildchen drauf. Bögelein. Das ist doch der eine von den beiden, Sie wissen schon. Ach, der, ja. Mhm. Ja. Mal sehen, was drauf ist. Hm? Ja, das ist ja diese Folklore-Soße, nicht? Ja, was tun wir damit? Geben wir sie nun zurück. Machen wir ihnen eine Freude. Irgendwie können einem diese zwei Komiker ja schon beinahe leid tun, ne? Frau Helmbrecht, kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Danke. Sie dürfen mich nicht falsch verstehen, aber Sie haben noch gar keine Erfahrung in der Führung eines so großen Betriebes. Wollen Sie damit sagen, dass Sie der bessere Firmenchef sind? Ich denke schon. Bei wichtigen Entscheidungen würde ich natürlich immer Vater um Rat fragen. Der will aber nicht mehr gefragt werden. Der will sein Leben genießen. Hat er das nicht schon immer getan? Und was ist mit Ihrem Bruder? Wäre Felix vielleicht der geeignetere Firmenchef? Vielleicht. Aber ich glaube, er hat andere Pläne. Naja, und Sie beide zusammen? Das würde nie gut gehen. Wir haben uns schon als Kinder immer gekabbelt. Wir sind zu verschieden. Wissen Sie? Ja, ich weiß. Also fassen wir zusammen. Sie trauen sich's nicht zu. Felix hat andere Pläne und gemeinsam könnt ihr euch nicht einig werden. Also, was bleibt da anderes übrig, als dass ich die Firma übernehme? Ist das nicht sehr einfach zusammengefasst? Markus, ich habe eine ganz große Bitte an Sie. Ja? Machen Sie mir heute Nachmittag mit Ihrem Bruder zusammen eine Segeltour. Ich verstehe nicht ganz. Warum? Damit Sie mal zusammen in einem Boot sitzen. Oder ist das bei Ihrer Dauerkabelei auch nicht möglich? Ach, das meinen Sie? Ja, das meine ich. Bei der rieselt's doch im Gebälk. Das kann mir egal sein. Ich steig sowieso aus der Firma aus. Ich bin auch nicht hier, weil Frau Helmbrecht uns das vorgeschlagen hat, sondern weil ich schon immer mal mit dem Katamaran raus wollte. Natürlich. Du wolltest schon immer mal mit dem Katamaran raus. Das kann ja heiter werden. Ne? Das ist wie im Paradies. Warum bin ich nie hier gewesen? Nur weil Sie sich nie Urlaub gegönnt haben. Oh, das wird jetzt anders werden. Wenn Ihr Plan gelingt. Aber der wird doch gelingen. Ich bin überzeugt, morgen kommen die beiden Jungs und sagen, Vater, wir haben es eingesehen, wir machen den Job gemeinsam.
Sie haben doch wirklich alles versucht. Aber natürlich hatte ich viel zu wenig Zeit für die Jungs. Aber das Geschäft... Ich glaube, das Problem liegt ganz woanders. So, wo denn? Sie sind... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Sie sind überlebensgroß. Was bitte? Wie soll ein junger Baum gerade wachsen, wenn neben ihm eine mächtige Eiche steht, die ihm auch noch das Licht wegnimmt? Von wegen mächtige Eiche. Ich bin in all den Jahren manchmal ganz schön ins Schleudern gekommen. Das wissen Sie ganz genau. Sie haben sich das aber nie anmerken lassen. Sie haben nie eine Schwäche gezeigt. Und Ihre beiden Söhne haben ganz unterschiedlich darauf reagiert. Markus, der traut sich überhaupt nichts mehr zu. Und Felix rebelliert gegen alles. Und ich bin daran schuld. Ach, Schuld, das ist so ein großes Wort. Aber die Fronten haben sich eben verhärtet. Auf beiden Seiten. Sie sind schon eine verdammt kluge Person. Warum haben Sie mir nie was davon gesagt? Es stand mir nicht zu, als Ihre Sekretärin. Aber jetzt? Jetzt sind wir ja verlobt. Vorübergehend. Nicht holen! Komm doch von Bord, wenn du keine Lust hast. Vielleicht ein Idiot. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Kopfschuld nicht holen, ne? Dann komm jetzt, gib mir nichts. Ja. Hier kann man auch nichts anfangen. Meine Hand. Das ist wirklich zu blöd. Ja. Drück's drauf. Junge, Junge, mit dir kann man auch wirklich nichts anfangen. So. Ich hab dir doch gesagt, du sollst das dicht holen. Ich kann zeigen. Du Scheiße, ja auch das noch. Die Uhr. Anders hat es noch gesehen. Frau Helmbrecht? Ja? Wir müssen mal was klarstellen. Jetzt? Jetzt. Na schön. Sie wollen mir sicher zum wiederholten Male mitteilen, dass ich nicht in der Lage bin, die Firma zu führen, stimmt's? Na ja, das ist ja auch so. Sie wissen bestimmt, wie man die Korrespondenz führt, auch wie man die Termine meines Vaters in Ordnung hält, aber als Chef... Sie haben ja völlig recht. Natürlich bin ich nicht in der Lage, die Firma zu führen. Woher sollte ich denn das auch können? Aber besser eine Sekretärin, die keine Ahnung hat, als zwei Fachleute, die noch nicht mal in der Lage sind, sich zusammenzuraufen. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja, das merke ich. Ich glaube, ihr habt überhaupt noch nichts begriffen. Ja. Also diese Sprüche kenne ich zur Genüge von meinem Vater. Sprüche? Ihr kennt nur seine Sprüche. Euren Vater kennt ihr überhaupt nicht. Wisst ihr eigentlich, wie sehr er euch braucht? Ja, davon war bis jetzt nichts zu merken. Ja, weil das auch so viel bequemer ist für euch. Ein Mann, der zwei Kinder allein erzieht und dazu noch ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, der ist nun mal überfordert. Und dass der hin und wieder mal auch ein paar Fehler macht, das ist ja wohl verständlich. Aber genau die würde er nie zugeben. Ja, aber jetzt hat er sie zugegeben zum ersten Mal. Und jetzt seid ihr nicht für ihn da. Dafür sind Sie ja nun da. Wie können denn zwei erwachsene Menschen so blöd sein? Ich muss Sie leider darauf aufmerksam machen, dass es streng verboten ist, Korallen abzupflücken und mit nach Hause zu nehmen. Herr Schäffler, Ihre Kamera. Wir wollen doch nicht, dass sie noch mal verschwindet. Wirklich zu reizend von Ihnen. Sie brauchen auf mich nicht zu warten. Ich
Ich schwimme alleine zurück. Na, habe ich dir zu viel versprochen? Ganz und gar nicht. Ist einfach schön. Was ich dich noch fragen wollte. Ja? Ich würde gern mal einen Blick in die Küche an Bord werfen. Ob das wohl möglich ist? Was willst du denn in der Küche? Du weißt, dass dieser Bezirk für die Passagiere tabu ist, aber... Na gut, weil du es bist. Die Bäckerei zeigst du mir dann auch noch, ja? Bäckerei? Neugier, dein Name ist Wald. Wunderschön. Der Schönen die Schönste. Die habe ich zufällig gefunden. Was ist denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Meine Damen und Herren, darf ich Sie jetzt bitten, einzusteigen? Bitte, wir müssen zurück zum Schiff. Wo ist denn der Herr Schäffler? Ach du lieber Gott. Heißt dieser Herr also auf die Tour? Wie nennen die ihn? Mr. 25%? Aber sicher, ich werde mich bemühen, dass wir billiger wegkommen. Als dann, tschüss. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Was denn passiert, Beatrice? Die haben unseren Tester verhaftet. Ach. Ja, die Polizei, weil er Korallen abgebrochen hat vom Riff. Da habe ich mir den Mund fusselig geredet. Sieh mal einer an. Natürlich sofort ins Präsidium, aber die werden ihn keinesfalls vor 24 Stunden freilassen. Selbst wenn wir jetzt gleich Kaution stellen. Sehr gut. Wie bitte? Weiß er, dass wir wissen, wo er abgewiesen ist? Woher denn? Ich durfte ja nicht mit ihm sprechen. Nur seine Sachen durfte ich abgeben. Noch besser. Wir laufen aus wie vorgesehen. Lautsprecherdurchsage, Kabinencheck und das ganze Pipapo. Aber Chef, das können Sie doch nicht machen. Und ob ich das... MKR bitte. In einer halben Stunde klar zum Auslaufen. Könnte ja sein, dass er was hinterlassen hat. Ach, Beatrice, es tut mir leid, ich habe meine Brille vergessen. Würdest du da bitte mal einen Blick hineinwerfen? Musterbrief 1. Bei Reklamationen von Mängeln während der Reise, auch nach deren Behebung, können Sie auf Minderung des Reisepreises bzw. Schadenersatz bestehen. Musterbrief 2, Reklamationen von Mängeln nach der Reise. Hier empfiehlt sich eine Pauschalierung der Regressansprüche. Wissen Sie, was das zu bedeuten hat? Dass unser Tester gar kein Tester ist. Sondern? Sondern ein kleiner, mieser Absahner. Und seit wann wissen Sie das? Leider erst seit vorhin. Die Reederei hat rausgekriegt, dass er auch bei der Konkurrenz schon einige reingelegt hat. Die haben ihm sogar einen Spitznamen verpasst. Weil er immer nach der gleichen Methode arbeitet. Doch nicht etwa Mr. 25%? Genau der. Von dem habe ich schon gehört, so ein Mistkerl. Denken Sie daran, dass der Arme jetzt seinen Rückflug aus der eigenen Tasche bezahlen muss. Ach ja? Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Aber was ist, wenn er nicht genug Geld dabei hat?
machen sich darüber keine Sorgen, Beatrice. Wir werden gleich nachher das Konsulat anrufen. Aber eine Frage finde ich im Moment viel, viel interessanter. Ja? Wenn er nicht der Tester ist? Natürlich, wer ist dann der Richtige? Oder? Oder was? Oder die Richtige. Es ist der letzte Aufruf für die Passagiere des Condorfluges nach Frankfurt. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Ausgang. In Anbetracht der unter Punkt 1 bis 7 gerügten Mängel Anlässe sein, wenn ich meine Forderungen pauschalierend zusammenfasse und von Ihrer Fluggesellschaft hiermit einen Nachlass von 25% erwarte. Verzeihen Sie, sind Sie Herr Schäffler? Allerdings. Tja, wann geht denn nun mein Flugzeug? Ja, die Maschine ist leider schon weg. Wir haben sie überall gesucht, wir haben sie mehrmals aufgerufen. Was? Das wird Sie aber teuer zu stehen kommen. Wenn ich nicht heute noch eine Maschine nach Frankfurt bekomme, dann verlange ich von Ihnen... Aber natürlich kommen Sie heute noch weg. Wir haben für Sie heute noch eine Verbindung über die Seychellen nach Frankfurt. Kommen Sie bitte mit. So ein Mist. Wissen Sie, wo Herr Schäffler ist, Beatrice? Ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Ja, Beatrice, übrigens, ich habe Frau Winkelmann informiert, dass er unsere Kreuzfahrt testet. Ach so. Ja, ich dachte, es hätte sich schon herumgesprochen, dass der Herr Schäffler leider gestern in Port Louis das Schiff versäumt hat. Ach, wirklich? Außerdem bin ich gar nicht mehr so sicher, dass er wirklich der Tester ist. Aber todsicher, Beatrice. Was meinen Sie, Frau Winkelmann? Also, da kann ich Sie wirklich beruhigen. Er hat es mir gegenüber sogar höchstpersönlich zugegeben. Ach. Ja. Na bitte. Meine, schließlich kann ich mich auf meine Menschenkenntnis verlassen. Ja, von Diagnosen, da versteht er was, unser Doktor. Sie ist der Tester, Captain. Donnerwetter, Beatrice. Sollten wir unseren Doktor... Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bin ja froh, dass er mir jetzt meinen Job abgenommen hat. Welchen Job? Das fragen Sie noch. Den Tester auf Händen zu tragen. Weißt du, woran ich gerade denke? Dürfte nicht schwer zu erraten sein. Ach. Irgendwie kommen wir schon über die Runden. Nächstes Jahr wäre mein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Ehrlich? Davon hast du mir nie was gesagt? Der Intendant hat mir den Faust versprochen. Na ja. Das also ist des Pudels Kern. Herr Bögelein? Ja, bitte? Ich suche Sie schon überall. Das hier hat jemand gestern kurz vor dem Auslaufen für Sie abgegeben. Ja, das ist ja mein Rekorder. Ja, vielen Dank auch. Schönen Tag noch. Danke. Stell dir vor, mein Rekorder ist wieder da. Ein klein Ding Glück haben nützt nichts. Ist denn dieser Krach sein? Ja, ja, ist ja schon gut. Nichts für die Ewigkeit getan. Also ich muss schon sagen, Frau Helmbrecht, so langsam werde ich nervös. Ich habe die Jungs seit gestern nicht mehr gesehen. Totale Funkstille. Oder haben Sie sie gesehen, mit ihnen gesprochen? Ich? Nee, wann denn? Charakterspieler mit Umbauverpflichtung, wenn ich das zu Hause erzähle. Mein Gott, bist du heute wieder eine Stimmungskanone. Stell wenigstens dieses blöde Gedudel ab. Das ist wirklich nicht so toll. Ich glaube, ich lösche es wieder. Passen Sie mal auf, mein Bester. Wahlprogramme hin oder her. Nach dem Wahltag kräht doch sowieso kein Hahn mehr danach. Ja, wenn schon, immer mein Lieber. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist,
ändert sich die Politik. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Und sie bleibt, wie sie ist. Eben, also lassen Sie uns endlich Tacheles reden. Jede Koalition bedeutet schließlich, dass man... Die kungeln da eine große Koalition aus, diese falschen 50er. Wir können doch nicht den gesamten Kulturetat auf Null fahren. Jetzt geben Sie sich doch endlich einen Ruck, sonst kommen wir nie zu Potte. Also gut, einverstanden, auch wenn es schwerfällt. Schließen wir das Theater. Müllerberg, Smüllerberg. Vor Tische lassen wir es anders. Aber nur mit einem ordentlichen Sozialplan, ja, dass das klar ist. Nichts dagegen, solange wir die zusätzlichen Kosten auf... Also, ich hab den Brünern ja manches zugetraut, aber dass sie schon vor der Wahl die Beute verteilen. Was machen wir denn jetzt? Das fragst du noch? Wir schnappen uns die beiden Typen und dann, weil keiner zusieht, hochkant über Bord. Das hast du auch selber vorgeschlagen. Ja, warte mal. Aber im Zweierpack, dass das klar ist. Warte doch mal. Wie wäre es denn, wenn wir die beiden heute Abend zur Vorstellung einladen und dann... Und dann was? Schlachten. Öffentlich? Naja, waren ja keine anderen Zahlen zu erwarten. Nein, bei uns läuft alles bestens. Über die Essentials besteht schon Einigkeit, jetzt kommt nur noch der Kleinkram. Was? Ja, natürlich Top Secret. Topper geht's gar nicht. Hm? Ciao. Die neuesten Umfrageergebnisse, falls schon nächsten Sonntag gewählt würde. Das ist doch fabelhaft. Wir sind 3 Prozentpunkte hoch und die 2 runter. Ach, das sind doch alles nur Peanuts. David? Naja. Am Trend hat sich jedenfalls überhaupt nichts geändert. Vielleicht auch besser so. Wie darf ich das verstehen? Das ist doch klar. Wenn schon rein rechnerisch nichts anderes läuft als eine Koalition. Dann kann uns keiner mehr an den Karren fahren. Oder aber unterstellen, wir hätten das schon vorher verabredet. Übrigens, was machen wir eigentlich mit diesem famosen Untersuchungsausschuss, den er gegen uns in Sachen Filz und Ämterpatronage installiert? Wie wäre es denn, wenn wir uns erstmal über die Vergabe der einzelnen Ressorts unterhalten, Hans Hubert? Schauen wir mal. Uli. Tja, was ist das denn? Ja, das ist für dich. Für euch. Für euch, natürlich. Ein Hochzeitsgeschenk. Ja, wir haben uns gedacht, wenn ihr schon in den Hafen der Ehe einlaufen wollt, dann braucht ihr auch ein Schiff dazu. Na, konnte das nicht ein etwas kleineres Schiff sein? Nein, das muss so groß sein. Wir wollen dir nämlich was zeigen damit. So? Na, da bin ich aber gespannt. Ja, also wir haben eingesehen, dass eine Firma, besonders wenn sie eine bestimmte Größe hat, das schafft einer gar nicht allein. Aber zu zweit. Ja. Also wenn es noch irgendwie möglich ist, wir finden, wir beide sollten die Firma gemeinsam übernehmen. Sehen Sie, Frau Helmbrecht, mein Trick hat doch funktioniert. Was denn für ein Trick? Na, das erzähle ich euch später. Ich will ein Buch schreiben über modernes Management. Und wisst ihr, was darin steht? Entscheidungsprozesse werden dadurch gefördert, indem man eine Verlobung vortäuscht. Frau Helmbrecht und ich, wir sind nämlich gar nicht wirklich verlobt. Nein. Wir haben diese ganze Geschichte nur erfunden, um euch endlich... Das wissen wir. Was? Das wisst ihr? Frau Helmbrecht hat uns alles gesagt. Ja, aber warum haben Sie denn das... Es ging nicht anders. Sie haben doch selber gesagt, dass die ganze Idee ziemlich verrückt ist. Und da habe ich es mit ein bisschen Vernunft versucht. Wir haben nämlich unsere Meinung nicht geändert, weil du uns eine Chefin vor die Nase gesetzt hast, sondern weil diese Chefin uns eine Standpauke gehalten hat, die sich gewaschen hat. Vielen Dank übrigens. Du hast immer gesagt, Frau Helmbrecht ist die Seele vom Geschäft. Ich habe erst heute kapiert, wie recht du hattest. Sag mal, was wird hier eigentlich gespielt, was?
Auf jeden Fall nicht das Stück, das du inszeniert hast. Aber ein Stück mit Happy End. Also ich muss schon sagen... Ja? Gerda, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Lassen Sie es. Ich schlage vor, wir machen es wie immer an Ihrem Geburtstag. Eine Pulle Sekt und weiterarbeiten. Nee. So einfach kann ich nicht zur Tagesordnung übergehen. Nein. Ich meine, Sie haben das ganze Spiel mitgespielt und dann plötzlich... Na, warum haben Sie das gemacht? Für Sie habe ich das gemacht und auch für mich. Nach so vielen Jahren gehört man doch schon ein bisschen zur Familie. Gerda, vor ein paar Tagen haben wir den Jungs gesagt, dass wir beide heiraten wollen. Vor ein paar Stunden haben wir ihnen dann verraten, dass das alles nur ein Trick war. Und ich meine, wie wäre es denn, wenn wir ihnen jetzt erzählen... Ich meine, wenn... Was? Was denn? Was denn? Naja, Gerda, Sie haben die Rolle als meine Verlobte so fabelhaft, so überzeugend gespielt, dass ja sogar meine Jungs, ich meine, dass Markus und Felix, ich will damit sagen, dass Sie und ich, was lachen Sie denn? Was? Nein, schauen Sie, ich will damit also wirklich nur sagen, dass ich und du, wie macht man seiner Sekretärin einen Heiratsantrag? Hm? Gar nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit wir heute Abend nicht nur in Nostalgie schwelgen, ein kleiner politischer Sketch. Sag mal, spinnst du? Nachher wollen unsere Zuschauer ihr Abendessen genießen, dann kommst du mit Politik. Schon was schlägt auf den Magen. Aber überhaupt nicht. Jedenfalls nicht, solange man den Politikern nicht ihre Worte im Munde verdreht, sondern ganz einfach bei der Wahrheit bleibt. Bei der Wahrheit? Also gut, auf deine Verantwortung. Also, treffen sich heimlich zwei Politiker. Der eine ist an der Macht, der andere will an die Macht. Da kannst du auch gleich sagen, Regierung und Opposition. Ja, meinetwegen. Also, sagt der von der Regierung zu dem von der Opposition. Passen Sie mal auf, Sie Wadenbeißer. Wieso denn Wadenbeißer? Ist dir zu zahm? Na gut, pass auf. Passen Sie mal auf, Sie Dreckschleuder! Ja, eben nicht. Wieso nicht? Ich habe doch gesagt, die treffen sich heimlich. Ach, die treffen sich heimlich. Also gut, nochmal von vorn. Sagt der von der Regierung zu dem von der Opposition? Psst. Passen Sie mal auf, mein Bester. Schon besser. Und weiter? Wahlprogramme. Hin oder her oder hin. Nach dem Wahltag kräht doch kein Hahn mehr danach. Worauf der andere sagt, und wenn schon, mein Lieber. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich die Politik oder sie bleibt, wie sie ist. Halte ich für völlig undenkbar, dass die zwei uns auf der Terrasse belauschen. War doch weit und breit niemand in Sicht. Eine Katastrophe ist das, das sage ich Ihnen. Wenn die Presse mit unserer Koalitionsabsprache Wind bekommt, absolute Katastrophe! Andererseits, dass die ganzen wörtlichen Zitate reiner Zufall gewesen sein sollen, ausgeschlossen.
Den Wahlkampf, ja, den können wir glatt vergessen, wenn wir das nicht unter der Decke halten können. Dann machen Sie aber keinen Fleck in den Frack, ja? Strecken Sie lieber Ihre grauen Zellen ein bisschen an, wie wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Den Teufel spürt das Völkchen nie, selbst wenn er es am Kragen hätte. Da reist man um die halbe Welt, sucht sich das abgelegenste Plätzchen, ja? Und dann ist man immer noch nicht abhörsicher. Ich Idiot! Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Wissen Sie, wie die uns auf die Spur gekommen sind? In dem Hotel, da denken Sie doch mal nach. Die Geschichte mit dem Kellner, als wir schon draußen waren. Hey, was für ein Kellner? Mein Gott, was hat er uns denn nachgebracht? Oh, was hat der Onkel denn da in der Hand? Einen kleinen Kassettenrekorder. Bingo. Also ich bin sicher, ihr werdet die Firma besser leiten, als ich es je gekonnt habe. Also das glaube ich nicht. Was denn? Traust du dir das immer noch nicht zu? Doch, doch. Aber mir fehlt etwas ganz Entscheidendes. Ach, was ist denn das? Die perfekte Sekretärin. War das denn nötig, dass wir uns die Zusage auch noch schriftlich geben lassen? Nur was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass die so schnell klein beigegeben haben. Das war doch das Vernünftigste, was sie tun konnten. Sie kriegen von uns das Tonband und wir dafür die Bestandsgarantie unseres Theaters. Eben, gerade weil es das Vernünftigste war, hätte ich doch niemals geglaubt, dass sie wirklich darauf eingehen. Das auch noch rauskriegst. Da ist Minze dran. Kerbel. Und eine Spur Pimpinelle. Stimmt das, Beatrice? Ha, genau. Jetzt weiß ich auch den richtigen Beruf für dich, weißt du? Vor allem, weil es ja einer von dieser Art gerade abhanden gekommen ist. Testerin solltest du werden. Darauf sollt ihr trinken. Auf dich. Auf uns? Auf unsere Firma? Nein, viel wichtiger. Auf unsere Familie.